In Senegal laufen die Vorbereitungen für die heute stattfindende Hochzeit zwischen Pensionistin Uschi und ihrem 16 Jahre jüngeren Umsi auf Hochtouren. Seine Familie trifft langsam ein. I'm happy. Ich bin glücklich, denn meine ganze Familie ist hier. Viele sehe ich seit langer Zeit wieder, weil sie extra für die Hochzeit angereist sind. Aber ich kann nicht sagen, wie viele Leute es werden. Das ist Afrika. Du lädst 20 Leute ein und es kommen 50. So ist das hier. All die Leute, die jetzt kommen sind, die sehe ich das erste Mal. Und so laut, die reden so laut. Und sie stehen durch null. Und Tonsi hat sie auch teilweise schon lange nicht gesehen. Ja. Natürlich ist er auch happy und redet mit ihnen. Ne. Aber ich beobachte. Uschi wiederum wird von ihren zukünftigen Schwägerinnen beobachtet. Irgendwas ist hier im Busch. Umsi startet einen Erklärungsversuch in Sachen Brauchtum. If I marry with you, you are taking the places. So, that is mean. If I want that they allow me to marry you, I have to give them something that they are saying, okay, now you are free to take wife. But even I don't do this, they are not cooking and they are not making nothing. Uschi soll zwei fremden Frauen Geld geben, um sie frei zu kaufen? And then I am your third wife. No, you don't come. Understand. Rama is wife of Babacar. Nene is the wife of Modu. And you are my wife, okay? Don't be afraid, okay? I'm hearing it the first time, you never told me. Die Frauen von seinen Brüdern müssen ihn freigeben, so quasi, ja? Und ich muss die beiden Frauen dafür bezahlen, dass sie den Umsi freigeben, damit er mich heiraten kann. Sonst kann er mich nicht heiraten, weil die Frauen von seinen Brüdern sind auch seine Frauen. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt bin ich es. Ja. Das ist ein bisschen zu jetzt. Wie kommen Sie zu? Sie sagt, du musst allen Geld geben, weil das sind alles meine Frauen. Du musst sie bezahlen, dass ich nicht mehr für sie da sein kann. Da ist Uschi ausgegastet. Alles hat Grenzen, auch im Fremdenverkehr. Wir haben einen großen Fernseher. Wir haben dies, wir haben das. Ich habe eine weiße Frau. Die weiße Frau natürlich hat ja urviel Geld in den Augen von hier, von den armen Leuten. Bin ich ja eine Millionärin, ja. Why are you crying? Uschi? Uschi? I was understanding it so. You understanding what? You understanding what? And I don't give them money, no, never. Me, when you are saying me to do your tradition, I'm doing it. Yeah? When but you... I don't do this. Today is not day for trouble, it's not day for crying. It's happy day. Why did you not told me this a few days before? Everything you are doing with me, you are telling me before? No. It's not you are telling me before. Because you are coming and saying, do this and do this, and I'm accepting this. And every day you have to discover something new. Neu scheint für Uschi vor allem, dass sie nicht nur Umsi, sondern die gesamte Familie heiratet. Africa is not like you. You are doing me and my wife is finished. But here is family. Yeah? You understand this? You can understand this, so? No. And this is not good. Das ist nicht gut. Sie muss ihre Einstellung ändern. Okay, ich sage ja nicht, sie hat das zu akzeptieren, ohne darüber nachzudenken. Aber sie muss es zumindest versuchen, sich auf ein paar Kleinigkeiten einzulassen. Sie kann nicht unsere Traditionen ändern. She cannot change our tradition. I have to accept. My tradition. I have nothing to accept. My tradition. I have nothing to accept. Why? What I don't want. Yeah, I only have to accept. What do you want? What I want to accept, yeah? Okay. I have my own mind, yeah? Me too. Uschi ist verzweifelt, will sich aber nicht beugen. I don't make it, no? Okay, that is fine. So, it's cool. But if you want now, it's fine. You don't make it, then I tell them, okay, you don't make it. Mm-hmm. Okay? African life is not easy. It's not only one man, one wife. It's the family. Cool. Und
Und das am Tag der Traumhochzeit. In Patong, dem Partyzentrum Phukets, soll heute Haris Polterabend steigen. Let me take a selfie. Noch gibt sich die Runde sehr schaumgebremst. Noch. Mit dem Selfie. Doch schon bald wird's statt Partykracher veritablen Partykrach geben. Let me take a selfie. Again. Come more in the face. Come more to me. Crazy. It's relaxing. It's bringing you down. And a good feeling, or at the beach. Carlo, könntest du ausnahmsweise, ich meine, ich weiß sehr, es ist viel verlangt, kostet 10 Euro, aber könntest du ein Foto von mir machen mit dir? 20 Euro. Nicht mit denen, weil die kriege ich nie, die Fotos. Das stimmt. Ja, und das geht mir am Socken. Mhm. Kannst du irgendwo draufdrucken? Yes. You can change for me. Der schöne Hintergrund. Wacki! Hey, mit dem Ding im Truck drauf. Wacki! Ja. Ich hoffe, das passt. Ja, ich glaube, ein Foto hat er gemacht, also, aber sie können da auch nicht ausgedrückt. Ja, passt gleich. Ja, passt eh, nein, ist mir eh. Nein, los geht. Nein, nah, he's not going. He cannot use my hand. It doesn't matter. Wished we can do it from other people. I go. Come. Ja. Typisch Haare halt. Kann man nichts sagen dazu. Dieses Foto ist nichts geworden, wie immer. Ist mir auch wished. Weil wenn man nicht will, dann kann man es halt nicht. Look, the thing is that we take Carlo with us to help us. To help us too. Also to take nice photographs from us too. And we spoke about everything before the travel. And he promised he will do, but nothing happened. Like yesterday, he stayed at the home. No comment more. No comment. She's speechless too. Ich auch. Bin auch sprachlos. Keine Ahnung, was er hat. Wenn ich es zweimal probiere und nicht mehr kein Foto machen kann, ja. So, wenn er es manchmal aus der Hand reißt, ist es sein Problem. Dann will ich kein Foto. Es poltert gewaltig in Patong. Zurück auf Jamaika, wo das Feuer der Liebe neu entfacht wurde. Lydia und Markel sind nach einer heißen Nacht nun doch wieder verlobt. Das gehört gefeiert, jeder auf seine Art. Jetzt ist Party angesagt. Wenn es zu 19 wird, geht die Party richtig los. Ich trinke gerade ein bisschen rum mit, wie nennt man das? Fruchtsaft. Yeah, hoch die Tassen. Die neue alte Liebe gehört gefeiert. Auch Lydias neue alte Bilanz. Status quo, verliebt, verlobt, verheiratet, oder? Ja. Man muss jeden Tag so nehmen, wie er kommt, denke mal. Wir verstehen uns gut und das ist die Basis des Ganzen. Und im Moment ist alles gut. Also in meinem Kopf herrscht Frieden und ja, ich bin einfach nur glücklich. Ja. Was geht ab? Jamaika! Ein heißer Tanz hat die beiden in der vorigen Nacht wieder zusammengebracht. Und schon wieder sind sie dabei, die Hüften zu lüften. Mir ist schon aufgefallen, der Makel ist jetzt seit kurzem wie ein anderer Mensch. Er ist so viel offener, redet mehr, ist viel lockerer und auch viel herzlicher und freundlicher und so. Weiß nicht, was los ist, ja. Wie ausgewechselt kommt er mir nicht vor, nur einfach ein bisschen erwachter kommt er mir vor, ja. Naja, ich glaube, wir sind beide ein bisschen wieder aufmerksam darauf geworden, dass einfach die Kommunikation was ganz Wichtiges ist.
Naja, es fühlt sich so an, wie es anfühlen soll irgendwie, ja. Also ich habe ja auf den Moment irgendwie erwartet, dass wir gemeinsam so einen Flow haben irgendwo oder dass einfach passt zwischen uns. Es hat sich einiges geändert, seit sie verstanden hat, dass sie jetzt hier bei uns und mit mir ist. So ist das Leben, aber das hat sie jetzt verstanden und sie weiß, was zu tun ist. Es passt in allen Lagen bei den beiden. Und er ist halt auch ein Schnuckel, der Makel. Er hat so getanzt mit mir, wie noch nie ein Mensch mit mir getanzt hat, einfach. Und ja, wir hatten natürlich dann auch guten Sex in dieser Nacht. Sie harmonieren. Und hier schlagen nicht nur die Herzen im selben Takt. Oh yeah. Ich liebe es, mit ihr zu tanzen. Das gibt mir ein gutes Gefühl und viel Energie. Makel scheint seine Stehkraft beim Tanzen wiedergefunden zu haben. Irgendwie hat es wirklich gefehlt, aber so war es vorherbestimmt. Egal ob Mann oder König, man muss seine Frau wissen lassen, dass es so ist, wie es ist. Dass man sich keine Gedanken macht, was der nächste Schritt ist. So ist das Leben, man muss es so nehmen, wie es kommt. Man muss an einer Beziehung arbeiten, ja. Es kommt einfach nur auf das drauf an, ja. Man kann sich nicht immer erwarten, dass immer alles perfekt ist, ja. Und ja, und damit kann ich gut leben. Im wilden Hinterland Thailands steht eine Grundstücksbesichtigung an. Geschäftsmann Charlie soll seiner Internetliebe Natta einen kleinen Gefallen, ja, und ein großes Investment tun. Der Wunsch wäre, dass man das Grundstück vielleicht, das ist eine Möglichkeit, das Grundstück, dass man das Gebäude draufsetzen, ein, zwei Geschäfte selber betreiben. Ja. Toller Plan. Doch erstmal muss Charlie vom Investment überzeugt werden. Weil ohne Charlie kein Geld. Ohne Geld kein Grundstück. Und bis dato hat sich Natta mit den Details wie Lage oder Preis eher zurückgehalten. Sie hat mir gesagt, das ist jetzt gleich nach der Stadt. Es ist jetzt nicht so, dass das jetzt in der Rüttler Gack ist, wie man so schön sagt, sondern es ist gleich nach dem, so wie sie mir erzählt hat, noch der Tafel von Udon Thani. Aha. Komisch, dass man die Stadt dann im Hintergrund so gar nicht sieht. Hat es Natta mit der Wahrheit wieder mal nicht so genau genommen und Charlie in die Pampa gelockt? Natta, ehrlich gesagt, wo soll man hier ein Geschäft machen? Und glaubst du, dass hier, wenn, das ist jetzt von der Stadt, weiß ich nicht, 10 Kilometer weit weg. Komm, Leute, komm. Und du glaubst, dass hier irgendeiner das Lokal mieten oder kaufen möchte? Glaubst du das wirklich? Ich glaube so, weil ich weiß schon, was Wirtschaft im Udon Thani und dieser Area kommen hundertprozentig Leute. Weil ich habe noch nie so hier erlebt. Ich kenne diese Area schon, weißt du? Da, wenn ich kenne nicht, ich kann nicht so euch sagen. Ich bin noch nicht blöd, oder? Na. Ich kenne schon diese, wie kommen diese Leute? Weil im Stadt ist schon eng, wie die Leute möchten weg vom Stadt gehen. Naja, was ist jetzt der Preis von diesem Grundstück? Alles zusammen 7 Millionen Baht. 7 Millionen Baht. 7 Millionen Baht. Ja, 7 Millionen Baht. 7 Millionen Baht, das sind ungefähr 7 Millionen Baht? 3,8, 10,6. Ungefähr durch 3,8. Ja, 30.000 Euro, ungefähr sowas. Der Preis ist falsch. Da hat sich der Herr Geschäftsmann leider verrechnet. Es sind nämlich knapp 190.000 Euro auf die Natta spitzt. Okay, du glaubst, das ist ein gutes Geschäft. Ich habe gut überlegen. Ne? Sondern ich sage es dir nicht. Weil ich weiß, und du bist ein Profiter, Immobilienmann und Actionmann. Aber ich kenne schon in meiner Stadt. Gut, jetzt frage ich dich, wenn das 7 Millionen Baht kostet. Ja. Wie viel Geld kannst du bringen für diese 7 Millionen? Ich habe nicht so viel, habe ich da gesagt. Du sagst, ja. Wie viel hast du? 7 Millionen, wenn wir es machen, Hälfte, Hälfte. 3,5 Millionen von mir, 3,5 Millionen von dir. Ist das in Ordnung? Na, hast du oder hast du nicht? Hab ich nicht. Also du möchtest, dass ich die 7 Millionen allein investiere? Ja, und dann ich mag weiter arbeiten und dann wir zusammen. Wenn wir wirklich leben zusammen, das meine ich. Und außerdem hast du zu mir gesagt, wenn du
hierher gekommen, mein Leben wieder besser. Wird besser. Wird besser. Das hat aber auch nichts damit zu tun, dass ich jetzt ein Grundstück kaufe. Da gebe ich dir alle Monate 2000 Euro und hab keine Arbeit. Du hast ein schönes Leben. Für 2000 Euro kannst du leben wie Gott in Frankreich. Da brauche ich nicht so was investieren. Okay. Das ist Wildnis. Sinnlos ist das. Okay. Ja, er war schon witziger und spritziger. Der Charlie Bear. In Thailand herrscht dicke Luft. Der Grund ist ein Grundstück, das Natter gerne von Charlie finanziert bekommen würde. Also mein Gefühl, Natter, nicht böse sein, das kaufe ich nicht einmal für 500.000 Baht. Das kaufe ich sicher nicht. Das ist große Shit. Ich investiere, wo ich Profite mache. Weißt du, wie viel Arbeit ist das? Das ist Dschungel. Guck mal, schau so nach an. Und diese Leute hat gekauft. Ja. Guck mal, schon fangen sie an. Und was haben sie da? Sie möchten ein großes Gebäude, Haus, Immobilien oder so. Guck mal, sie stangen schon stehen. Also hier kommen Häuser hin? Ja, Lokalbau da. Aber gut, Natter, wie du möchtest, aber musst du dir einen anderen Mann suchen. Der bin ich nicht, der hier etwas macht. Das weiß ich jetzt, verstehe ich schon. Ich habe mir erwartet, du sagst, das sind schöne Kondominium. Ich habe mir gedacht, jetzt kommen wir da hin, da ist ein Grundstück, wo links und rechts schon Apartments sind, wo Leute, wo die, was dann kommen, in das Geschäft einkaufen gehen. Aber da ist ja nichts. Ich kann mehr von was zu sagen, weil ich habe ihm nur Vorschlag. Und dann habe ich so gewartet. Warte, das muss der Vorschlag sein, wo man wirklich ein Geld verdienen kann. Die kommen beide nicht in seiner Haut raus. Sie ist die Thailand-Expertin, die weiß ganz genau, was da geschieht. Und der Charlie sagt, wenn was geschieht, dann nur, was ich sage. Und da gibt es sowieso nichts. Und aus und zu, das kann nicht gut gehen. Na, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was du für geschäftliche Ambitionen hast, aber. Aber wir kommen nicht klar zusammen. Du hast ganz ein modernes Land. Ich bin ganz anderes im Kopf als wie du. Und okay. Ich gebe nur Geld, wenn ich das Gefühl habe, dass das für mich gut ist. Hat das 7 Millionen? Ich weiß, muss nicht Theater, muss nicht ärgern. Wir können eine normale Stimme reden, oder nicht? Enttäuscht, wenn er gefährlich oder so, er kann man noch normaler Stimme reden. Ne? Okay, ich bin nicht ganz perfekt Deutsch, aber Gefühle oder Stimme, ich verstehe gut auch. Du bist sofort gesagt, du musst verstehen, auch mein Land. So nicht? Bin ich mal. Wenn du nicht so mit mir zusammen zur Rande kommst, Natter, dann beenden wir das Ganze. Ich bin so, entweder du nimmst mich so oder nimmst mich nicht so. So lustig bin ich nicht. Ich bin Businessman und das muss passen mit Geld. Wenn ich ein Geschäft mache, dann muss das passen. Das ist meine Art so, wenn mir nicht etwas gefällt, dann tue ich da nicht 17 Mal im Gras reden und so, sondern ich sage ganz klar direkt, wie ich dazu stehe. Und wenn sie damit nicht umgehen kann, dann ist es besser, wir beenden gleich die ganze Geschichte und dann braucht sie gar nicht mehr Frau werden, weil das ist bei mir so. Okay, sagen genau, wie er denken, das ist sein Charakter, weiß ich auch. Aber normaler hier machen wir ein Programm. Wir können noch guter Stimme reden. Du hast keine Ahnung von Geschäften. Doch, Gottes. Hab ich. Aber das ist nicht mehr nicht da. Ja, das ich verstehe alles, was du sagst gerade. Das heißt, mein Vorschlag und meine Heimat, nicht so wie eure Heimat. Ja, da mache ich sicher nichts. Wenn das alles ist, was du anzubieten hast, als Grundstück, da muss ich das sagen. Da musst du einen Trottel finden, der Trottel bin nicht ich. Gerade habe ich gefragt. Habe ich gefragt, war, okay, wenn dieser Dschungel hier gefällt dir nicht, und was machen die über du und ich? Beende auch oder was? Dann hat er gesagt, okay, wir werden nach überlegen oder so. Aber ich habe so das Gefühl, vielleicht nicht mehr. Ja, vielleicht nicht mehr. Auch bei Lydia und Makel auf Jamaika gab es ein zwischenzeitliches Stimmungstief. Doch nun ist man auch in den tiefen Regionen wieder in Stimmung. Ich habe noch eine Überraschung für Sie, aber sie weiß nicht, was passieren wird. Ja, das haben Überraschungen üblicherweise so an sich. Lockvogel Kathi bringt Lydia in Position. Hello. Hey. So, what are you up to here? Playing some tune.
All right. Playing some music, you know? You want to hear some? Yeah, thank you. All right, cool. So we got this song we're going to play. You know this song, but she's my faraway girl. Anybody is away, girl. Also, ich bin ja erstaunt, weil wir haben ja, das war ja also ein Thema der letzten zwei Jahre, dass er mir nie irgendwas geschickt hat. Ich habe ihn öfter gefragt, ja, schick mir mal was. Er hat immer gesagt, er macht Musik und da und hin und her. Und ja, cool, ja, wenn er was geschaffen hat zumindest, ja. Ja, zumindest sagt es für mich irgendwie doch, dass er sich doch vom Herzen her auch Gedanken um mich macht, irgendwie doch. Weil mir kommt halt schon vor, mit Musik kommuniziert man halt schon vom Herzen aus irgendwie. Ein paar Worte an mich gerichtet vielleicht, ja. Schön, gefällt mir schon. The song is a very loving song, I think. And das Lied soll ein Liebesbeweis sein und der Beat passt auch gut dazu. Es soll ausdrücken, dass egal wie weit sie gerade entfernt ist, dass du an sie denkst. Auch wenn sie nicht denkt, dass du an sie denkst. Es ist trotzdem so, wie es ist. Du denkst an sie. Romantisch. Wahrlich und wahrhaftig. Doch trotz der Amore im Jetzt denkt Lydia bereits an morgen. Ja, das ist das eher größere Übel an der ganzen Geschichte, dass jetzt einfach an der Tag dann naht, dass sie wieder nach Hause fliegen muss. Die Eindrücke ihrer Reise samt allen Hochs und Tiefs muss Lydia erst einmal verarbeiten. Ja, ich fahr gern nach Hause, weil ich auch meine Familie zu Hause habt, aber es geht halt jetzt dann wirklich dran, gewisse Dinge umzusetzen und zum Schauen, dass er halt vielleicht doch bald nach Österreich kommen kann. Ich werde das auch den Weg auf mich nehmen und mein Bäckchen tragen.